Ja, hallo. In diesem Tutorial möchte ich kurz zeigen, wie man ein Kontaktformular, welches wir mit dem DAV Maker erstellt haben, in eine bestehende Webseite integrieren. Ja, legen wir los. Auf dem Desktop habe ich jetzt hier meine Homepage. Wir können die jetzt einfach mal öffnen. Und unter Kontakt möchte ich hier, wo jetzt hier Formular steht, soll später mein Kontaktformular erscheinen. Ich habe jetzt mit meinem HTML-Editor habe ich einfach an der Stelle, wo das Formular erscheinen soll, Formular hingeschrieben. Grund ist, das erleichtert uns die Stelle im Quelltext zu finden. Also gerade wenn man jetzt einen grafischen Editor verwendet, wie jetzt Dreamweaver, dann weiß man ja nicht unbedingt, wie der Quelltext so aufgebaut ist und das erleichtert uns sozusagen die Stelle zu finden, wo wir dann unseren Code für den E-Frame einbinden wollen. Ja, was wir natürlich noch brauchen, ist natürlich unser Kontaktformular. Das erstellen wir jetzt einfach schnell im DAV Maker. Also, was wollen wir da alles drin haben? Eine E-Mail wollen wir haben, einen Namen und ein Feld für die Bemerkung. Ich gebe jetzt hier noch meine E-Mail-Adresse ein. Und so schaut unser Formular dann aus. Und das exportieren wir jetzt in den Ordner, wo unsere Homepage drinnen ist. Also gehen wir aus, Desktop, Webseite und wir speichern das jetzt einfach unter Formular ab. So, den DAV Maker brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir können jetzt auch den Browser erstmal wieder zumachen. Und wir sehen jetzt hier, da haben wir jetzt diese Kontakt, da soll das Formular rein. Und hier ist unser Formular. Also es sind zwei getrennte Dateien. Und das ist eigentlich auch der größte Vorteil von dem E-Frame. Die Seite, wo das Formular drin ist und das Formular selbst, die sind unabhängig voneinander. Also ich kann dann später, kann ich jetzt hergehen und wenn ich jetzt eine neue Formularversion erstelle mit noch einem zusätzlichen Feld, dann muss ich nur so diese Datei hier neu machen und hochladen und in Kontakt ist automatisch dann die aktuelle Version. So, jetzt wollen wir die Kontaktdatei bearbeiten. Dafür habe ich mir die kostenlose Software Notepad++ installiert. Das ist einfach nur ein Texteditor, der etwas über die Möglichkeiten von dem Windows-integrierten Notepad hinausgeht. Das starten wir jetzt einfach mal. Notepad++ und öffnen unsere Kontaktdatei. Da haben wir sie auch schon. Öffnen. Und jetzt sehen wir hier den Quelltext. Jetzt müssen wir die Stelle finden, wo wir eben unser Kontaktformular einfügen wollen. Und wir erinnern uns, an dieser Stelle haben wir großes Formular hingeschrieben. Und danach suchen wir jetzt einfach mal. Wir scrollen jetzt einfach mal runter. Und ja, da haben wir auch schon die Stelle. Hier wollen wir jetzt den Code für den E-Frame einfügen. So, jetzt geben wir den Quelltext für den E-Frame ein. Ich lösche jetzt das Formular hier raus. Und legen los. E-Frame, SRC für die Source. Da geben wir jetzt hier den Dateinamen von unserem Formular an. Und wir brauchen jetzt noch die Angaben für Breite und Höhe. Also Width. Geben wir jetzt hier mal einfach mit 75% an. Die Höhe machen wir jetzt mal 500 Pixel. Hier muss man einfach ein bisschen probieren. Je nachdem, wie lang das Formular ist, wie groß es ist, wie viele Felder, muss man hier einfach ein bisschen mit den Werten herumspielen. Wir wollen, dass wir da drin nicht scrollen können. Setzen Scrolling auf No. Und wir wollen auch keinen sichtbaren Rahmen haben. Also das Formular soll sich so integrieren, dass es aussieht, als ob es direkt in der Webseite drin ist. Also setzen wir Frame Border auf 0. Und jetzt schließen wir diesen Tag auch. E-Frame. Wir speichern das Ganze ab und jetzt können wir uns das mal im Browser anschauen. So, jetzt öffnen wir unsere Webseite wieder im Browser. Und wenn wir jetzt auf Kontakt gehen, sehen wir, dass unser Kontaktformular eingebaut ist und auch korrekt dargestellt wird. Also, wir waren erfolgreich. Und wie man sieht, ist es gar nicht so schwierig, so ein Formular in eine Webseite zu integrieren. Ja, das war es auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und falls Fragen oder Probleme auftauchen,
einfach auf www.da-software.de gehen, auf Kontakt und einfach die Anfrage an uns schicken. Und ja, wir melden uns dann. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.